Die Entwickler haben einen neuen Blog-Eintrag veröffentlicht, in dem sie Einblicke in das im Dezember erscheinende Hautfarben-Update gegeben haben. Außerdem haben wir ebenfalls ein paar weitere Einblicke zum kommenden November-Update erhalten. Alle Infos dazu in diesem Video. Wer gestern auf der offiziellen EA-Seite unterwegs war, hat vielleicht schon den Blog-Eintrag zu den neuen Hautfarben gesehen, in dem endlich interessante Ingame-Inhalte vorgestellt wurden. So wird ab dem 8. Dezember ein neues Update für die Sims 4 bereitstehen, mit dem über 100 neue Hautfarben hinzugefügt werden. Laut den Entwicklern wird man für jede Hautfarbe ebenfalls individuell über einen Werteregler den Ton verändern können. Auf dem Screenshot kann man sehen, dass die Farben in die Kategorie warm, neutral und kalt sowie sonstige Hauttöne eingeteilt wurden. Aber nicht nur hier stehen neue Optionen bereit, auch in der Make-up-Kategorie hat sich etwas verändert. Hier sind neue Farbtonregler, Helligkeit, Deckkraft und Sättigungsregler verfügbar, mit dem das Make-up noch besser auf die verschiedensten Hautfarben angepasst werden kann. Außerdem sollen mit dem nächsten Update 3 Basisspielfrisuren überarbeitet werden, 2 davon ebenfalls für Kinder. Aber auch jetzt im November wird es ein neues Update geben, dessen Inhalte wir schon kennen. Im offiziellen Entwickler-Livestream, in dem das Pack vorgestellt wurde, konnte man ebenfalls schon das neue Plattform-Tool sehen, welches es mit dem nächsten großen Update vor dem Release der Erweiterung geben wird. Wenn ihr Räume im Spiel platziert, gibt es jetzt ab sofort neue Optionen, um hier den Boden anzuheben oder abzusenken. Aber auch ohne die Wände könnt ihr mit dem neuen Tool verschieden hohe Plattformen erstellen, was vorher auch noch nicht möglich war. Nicht nur eckige, sondern auch runde Plattformen können erstellt werden. Die Halbwände haben ebenfalls ein Update erhalten, welche jetzt in viel mehr Optionen und Höhen zur Auswahl stehen. Im Spiel gibt es jetzt auch ein neues Gefühlesystem. Wenn eure Sims positive oder negative Interaktionen miteinander erleben, erhalten sie dazugehörige Gefühle. Ein Beispiel: Wenn sich eure Sims voneinander scheiden lassen, erhält der Sim, von dem sich geschieden wurde, ein negatives Gefühl, welches auch immer im Beziehungsfenster des Sims zu sehen ist. Leider können die Sims nur Gefühle von Interaktionen aus dem Basisspiel und der Erweiterung, nicht aber aus älteren Packs erhalten. Auch sind die Lebensstile ein Teil der neuen Erweiterung und kein Inhalt des kostenlosen Updates. Jeder Sim hat jetzt auch ein kleines Profil, in dem man Dinge wie seine Merkmale, Gefühle oder seine Karriere auf den ersten Blick sehen kann. Ebenfalls neu, in den Urlaub fahren ist jetzt ein Basisspiel-Feature. Wenn in einer Welt ein Grundstück als Urlaubsgrundstück festgelegt wurde, kann man in dieses ab sofort reisen. So ist es beispielsweise möglich, Sulani als Urlaubswelt festzulegen und dort für eine begrenzte Zeit zu bleiben und die Aktivitäten, die man in der Welt machen kann, zu erleben. Wann dieses erscheinen wird, ist aktuell noch nicht ganz klar. Es steht nur fest, dass es noch vor der neuen Erweiterung am 13. November erscheinen wird. Was denkt ihr über das neue Update? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.